Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Vorlesung. Die letzten Sitzungen haben großhistorische Epochen abgeschritten. Wir haben drei Sitzungen zur Antike gemacht, zur griechischen und zur römischen, dann eine Sitzung zur Spätantike. Die ist gekennzeichnet durch den Einfluss des Christentums auf die Philosophie, etwa bei Augustinus. Und das Christentum bleibt auch prägend für das Mittelalter und die Reformation. Und entsprechend haben wir auch einen Blick auf Thomas von Aquin und Luther geworfen. Und in der heutigen Sitzung treten wir in die Neuzeit ein. Und das muss man jetzt entsprechend kommentieren. Natürlich zum einen, man rechnet auch die Reformation aus der letzten Sitzung zur Neuzeit. Aber sie steht noch im christlichen Horizont und deshalb habe ich sie in der letzten Einheit zusammen mit Spätantike und Mittelalter behandelt. Jetzt interessieren wir uns für jene Strömungen in der Neuzeit, die sich von christlichen Vorgaben allmählich abwenden. Und zum anderen, in dem klassischen Dreischritt Antike, Mittelalter, Neuzeit stehen auch wir natürlich noch in der Neuzeit. Entsprechend gehören auch alle folgenden Sitzungen insgesamt immer noch der Neuzeit an. Aber dann speziell an Abschnitten, die eigens benannt werden. Jetzt geht es mir um den Beginn der Neuzeit, vor allem um ihr Einsetzen mit der Renaissance. Und dieser Beginn der Neuzeit wird an verschiedenen Ereignissen festgemacht. Ein Kandidat ist immer die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen. Das ist nicht nur ein militärisches Ereignis, das ist auch ein geistiges Ereignis, weil viele Byzantiner in den Westen fliehen und dort zu einer Wiedergeburt, eben zu einer Renaissance antiken Denkens beitragen, das im bislang unabhängigen Ostrom stärker aufbewahrt worden war als im längst germanischen Westen. Ein anderer Kandidat ist natürlich die Entdeckung Amerikas durch Kolumbus 1492. Das ist ein groß geografisches Ereignis, das ganz erhebliche politische Machtverschiebungen und ökonomische Expansion nach sich zieht. Da beginnt eben der Kolonialismus. Es werden manchmal auch ursprünglich geistige Ereignisse genannt, etwa die Reformation, Luthers Thesenanschlag in Wittenberg 1517 ist so ein Kandidat. Das ist ein Protest gegen die zu weltlich gewordene Kirche und ein unauthentisches religiöses Denken. Das ist ein Emanzipationsakt, der zunächst einmal eigentlich ganz innerreligiös sein will, aber letztlich doch einer generellen Schwächung christlicher Dominanz Vorschub leistet und damit das Mittelalter beendet. Oder gelegentlich auch genannt die Entdeckung des Individuums. Francesco Petrarca besteigt 1336 den Mont Ventoux in der Provence. Er betrachtet die überwältigende Landschaft, schlägt zugleich eine Stelle aus Augustinus Confessionis auf, in der es um das Verhältnis zwischen der gewaltigen Natur und dem rätselhaften Selbst geht. Petrarca hat angeblich jetzt selbst ein Bekehrungserlebnis, wie einst Augustinus, jetzt als Hinwendung zum Individuum, als Zentrum der Welt und Ausgangspunkt des Denkens. Und das gilt auch irgendwie als ein Kandidat für den Beginn der Neuzeit. Sie zeichnet sich jedenfalls durch allmähliche Abwendung von religiösen Dogmen aus. Philosophie und Theologie, die im Mittelalter praktisch ungetrennt waren, trennen sich jetzt wieder. Das heißt natürlich nicht, dass alle Philosophen der Neuzeit Atheisten waren. Offen schon einmal gar nicht, das bleibt noch lange Zeit gefährlich oder zumindest karriereschädlich. Und auch keineswegs heimlich, viele Denker sind weiterhin Christen. Aber man sucht doch verstärkt philosophische Begründungen unabhängig von theologischen Grundsätzen. Man strebt nach völliger Eigenständigkeit der philosophischen Argumentation. Dabei kehrt man teilweise zu antiken Vorlagen zurück. Es gibt eben eine Renaissance, etwa in der Malerei, in der Architektur, in der Bildhauerei, in der Literatur. Auch in der Philosophie gibt es eine Renaissance von Platon, Aristoteles, Cicero. Insbesondere befreit man die jetzt wieder von ihren christlich-theologischen Einbettungen. Letztlich überwiegt aber eine Tendenz, nicht nur diese mittelalterlich-scholastischen Überformungen abzuwerfen, sondern sich auch von der klassischen antiken Philosophie selbst loszusagen. Auch deren Ansätze gelten allmählich als veraltet, als überholt, selbst wenn man sie von diesen christlichen Einkleidungen der scholastischen Autoren herausschält, wenn man sie da rausschält. Man wird unzufrieden mit dem gesamten universitären Bildungskanon, man übt Kritik an den Schulen und das trifft nicht nur die eigentlichen scholastischen Lehren des christlichen Mittelalters, sondern auch die darin konservierten Komponenten der antiken Philosophie. Etwa die platonische Ideenlehre, die an den philosophischen Fakultäten immer noch aktuell ist. Oder die aristotelische Physik, die immer noch der naturwissenschaftliche Standard ist.
Stattdessen sucht man jetzt nach einer neuen philosophischen Wissenschaftlichkeit. Und in anderen Wissenschaftszweigen ist das ja sehr erfolgreich. Mathematik und Naturwissenschaften befreien sich zunehmend von antiken und christlichen Vorgaben, entwickeln neue Methoden, neue Ansätze, vor allem strenge Beweisführung aus Axiomen und systematische Beobachtung im Experiment. Und die Philosophie, die begleitet das einerseits, die will die Grundlagen dafür legen, sie will diese Methoden aber auch ein Stück weit selbst übernehmen. Sie will auch das speziell philosophische Wissen auf die reine Vernunft oder aber auf die empirische Erfahrung gründen. Und so entstehen bekanntermaßen jetzt die zwei Hauptzweige der neuzeitlichen Philosophie. Einmal der Rationalismus in der Nachfolge von Descartes, der alle wesentlichen philosophischen Inhalte aus dem reinen Denken gewinnen will. Und den Empirismus in der Nachfolge Bacons, der alle philosophischen Inhalte über die sinnliche Erfahrung vermittelt sieht. Und im Grunde passiert das auch in der politischen Philosophie. Auch da haben wir diese doppelte Loslösung sowohl von christlich-theologischen als auch von antik-philosophischen Vorgaben. Man lehnt natürlich jetzt so zwei reiche Lehren im Stile von Augustinus oder Luther ab, aber man ist auch zurückhaltend gegenüber diesen alten Staatstheorien von Platon, Aristoteles, Cicero. Das politische Denken ist inzwischen fortgeschritten und beide Quellen gelten nicht mehr als vertrauenswürdig. Stattdessen sucht man auch hier rationalistische Ansätze. Auch politische Philosophie will jetzt teilweise wie Mathematik arbeiten, more geometrico, etwa bei Pufendorf. Oder es gibt empiristische Ansätze. Politische Philosophie will soziale Gesetzmäßigkeiten aufdecken und sich daran ausrichten, etwa bei Machiavelli. Es hat allerdings immer kritische Fragen gegeben, ob diese Loslösung von den christlichen und in antiken Traditionen wirklich gelingt. Konservative Kritiker haben das immer bezweifelt. Die haben gesagt, diese Ablösung von allen Traditionen, christlich-theologischen und antik-philosophischen, die sei in nichts geendet. Das Ergebnis sei Haltlosigkeit, Orientierungslosigkeit, Beliebigkeit von divergenten Entwürfen, Verlust aller moralischen Verbindlichkeit. Und dieser Vorwurf betrifft auch die neuen Ansätze in der politischen Philosophie. Und die Beispiele, die wir heute bekommen, die werden diesem Zweifel einen gewissen Vorschub leisten. Erstens, wir behandeln ausführlich den neuzeitlichen Gedanken einer reinen Realpolitik, vor allem repräsentiert durch Machiavelli. Und die gibt einem in der Tat das Gefühl, dass das Wegbrechen religiöser und antiker Begründungsformen zu einem weitgehenden amoralischen Nihilismus geführt habe. Machiavelli gilt heute als Synonym eines amoralischen, gewissenlosen, berechnenden, zynischen Politikverständnisses, und das auch nicht ganz zu Unrecht, wie wir sehen werden. Zweitens besprechen wir zumindest skizzenhaft die neuzeitliche Konzeption eines objektiven Naturrechts, vor allem repräsentiert durch Bodin, Grotius, Pufendorf. Das ist eine Strömung, die zwar erkennbar dieser Amoralität entgegenwirken will, das Naturrecht soll gerade das moralische Bollwerk sein, um so einer zynischen Realpolitik à la Machiavelli Einhalt zu gebieten. Dabei können aber Zweifel verbleiben, ob tatsächlich eine gute Begründung für dieses Naturrecht gefunden wird oder ob es hier insgesamt eher bei Deklamationen ohne tiefere Rechtfertigung bleibt. Das schauen wir uns auch an. All das ist natürlich vor dem Hintergrund zu betrachten, dass nicht nur die allgemeine geistige Landschaft sich verschiebt, sondern auch die politischen Verhältnisse in der Neuzeit gegenüber Antike und Mittelalter stark verändert sind. Man hat es mit neuen politischen Erscheinungen zu tun, die neue Interpretationen und neue Lösungen verlangen. Deshalb werfen wir wie ein gewohnt jetzt zunächst einen Blick auf diese zeitpolitischen Umstände. Ein zentraler Denker heute wird Machiavelli sein und deshalb liegt der Schwerpunkt auf seinen Verhältnissen. Das heißt, wir gucken jetzt mal ins 15. 16. Jahrhundert, also die Zeit, die man ohnehin meist als Beginn der Neuzeit ansetzt, Fall Konstantinopels, Entdeckung Amerikas. Und wir schauen vor allen Dingen nach Italien, das ohnehin als Kernland der Renaissance gilt. Frühe Ansätze da schon im 14. Jahrhundert, etwa bei Petrarca oder Dante. Und im 15. Jahrhundert verstärkt sich das, weil Italien die bevorzugte Zuflucht der fliehenden Byzantiner ist. Die gehen meistens nach Italien und deshalb tragen die dazu dieser Renaissance stark bei. Das Schicksal Italiens in dieser Zeit ist dabei bestimmt ein Stück weit außergewöhnlich aufgrund bestimmter besonderer Umstände. Aber zugleich dokumentieren sich doch in Italien die allgemeinen politischen Verhältnisse in Gesamteuropa
nicht zuletzt, weil sich viele andere Nationen damals in Italien, sagen wir, engagieren. In der letzten Sitzung hatten wir den Untergang des Weströmischen Reichs behandelt und dafür waren ja vor allen Dingen germanische Stämme verantwortlich. Die Westgoten erobern Rom 410, die Vandalen überrennen Rom 455, ein paar Jahrzehnte herrschen dann die Ostgoten unter Theoderich im Auftrag des oströmischen Kaisers. Kurzzeitig kann das Gebiet dann durch Justinian I., oströmischen Kaiser, zurückerobert werden. Danach aber fällt Italien zu großen Teilen an die Langobarden. Und die sagen sich endgültig vom oströmischen Kaiser los. Spätestens jetzt ist die Spätantike beendet und das Mittelalter beginnt im Westen. Und Italien zersplittert in der Folge. Der Norden wird eine Zeit noch von den Langobarden gehalten, deshalb heißt das ja noch die Lombardei. Im Süden halten sich einige Zeit noch die Byzantiner. Dazwischen entsteht der Kirchenstaat. Das heißt, das weltliche Machtgebiet des Papstes. Hintergrund sind meist Schenkungen von weltlichen Fürsten an die katholische Kirche, oft als Gegenleistung für die päpstliche Anerkennung ihrer Herrschaft. Und Italien wird zunehmend eine undurchschaubare Gesamtheit von mehr oder weniger unabhängigen Herrschaftsgebieten. Die internen Mächte sind im Widerstreit miteinander und externe Mächte mischen sich ein und machen Ansprüche geltend. Wir haben starke Verflechtungen von weltlichen und geistlichen Herrschaftsformen, also das genaue Gegenteil dieser strengen Trennung zweier Reiche, wie sich das Augustinus oder Luther vorgestellt hatten. Und diese Karte zeigt Italien im späten 15. Jahrhundert, also zu Lebzeiten Machiavellis. Sie sehen gerade im Norden gibt es hier sehr viele verschiedene Einflusssphären. Venedig hier ist braun dargestellt und das geht weit über das Stadtgebiet Venedigs hinaus. Es streckt sich bis ins heutige Kroatien hinein, ist damals eine europäische Großmacht. Dahinter beginnt allerdings auch schon der Einfluss der Osmanen. Ebenfalls sehr wichtig im Norden ist Mailand, hier in hellblau zu sehen, aber auch Florenz, hier in hellgelb, ist sehr wichtig, damals auch aufstrebend und da lebte Machiavelli. In Mittelitalien haben wir den Kirchenstaat hier violett und im Süden Neapel und Sizilien beige bzw. hellgrün. Und wie war es dazu gekommen, zu dieser Aufsplitterung im 15. Jahrhundert? Nun, im 8. Jahrhundert haben die Franken unter Karl dem Großen das Langobardenreich erobert. Und dieser Karl der Große lässt sich 800 vom römischen Papst zum Kaiser krönen. Und mit diesem Titel beansprucht er Kontinuität zu den römischen Cäsaren. Seit dem Sturz des letzten weströmischen Kaisers durch Odoaker hat es im Westen keine Kaiser mehr gegeben. Nur Könige. Und diese Kaiserkrönung ist eine deutliche und bewusste Provokation für Byzanz. Die oströmischen Kaiser hatten die Kontinuität mit Rom bisher für sich beansprucht. Sie erkennen auch die neuen weströmischen Kaiser oder westlichen Kaiser lange Zeit nicht an. Sie können aber auch nichts mehr dagegen unternehmen. Und unter Karls Nachfolgern entsteht dann das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Als stabile Struktur erkennbar so ab dem 10. Jahrhundert. Es benennt diese deutsche Kaiserherrschaft im Westen gegenüber dem byzantinischen Kaiser im Osten. Der Begriff etabliert sich erst im 15. Jahrhundert, das ist eine quasi rückblickende Bezeichnung, und es existiert offiziell bis 1806. Da legt der letzte Habsburger Kaiser auf Druck von Napoleon die deutsche Kaiserkrone nieder, trägt nur noch den Titel österreichischer Kaiser. Dafür reklamiert dann Napoleon die primäre Kaiserwürde für sich. Wieder in Anknüpfung an die römischen Kaiser. Gut, das kommt sehr viel später. Jetzt haben wir eben über Jahrhunderte hinweg dieses deutsche Kaiserreich, das im Lauf der Zeit durch verschiedene Dynastien getragen wird. Es gibt die Karolinger, die Ottonen, die Staufer, die Habsburger. Das Kerngebiet liegt in Nordeuropa, das heißt im heutigen Frankreich und Deutschland. Dort trennt es sich bald in verschiedene Königshäuser. Westfranken wird zum heutigen Frankreich, von Königen regiert. Ostfranken wird zum heutigen Deutschland, vom Kaiser regiert. Dieses Kaiserreich erstreckt sich nie über ganz Italien. Der Einfluss dort ist stets begrenzt und die Anerkennung ist meist brüchig. Die Kaiser sind nie Italiener. Sie leben auch fast nie in Italien. Sie stehen mehr oder weniger stark in Konflikt mit den dortigen lokalen Mächten. In Norditalien ist der kaiserliche Einfluss in der Regel noch am stärksten, aber auch da emanzipieren sich die italienischen Städte zunehmend vom Kaiserreich.
Venedig, Mailand, Florenz bilden eigenständige Mächte. Die stehen immer wieder im Krieg mit dem Kaiser oder auch untereinander. In Mittelitalien haben wir den Kirchenstaat und auch dessen Verhältnis zum Kaiserreich ist gespannt. Es gibt häufig Machtkämpfe. Die Kaiserwürde hängt in ihrer Legitimation grundsätzlich vom Papsttum ab. Dafür haben aber die Kaiser meistens die größere militärische Macht. Und das läuft mal so und mal so. Teilweise müssen sich die weltlichen Herrscher den geistlichen Führern beugen. Zum Beispiel gibt es den berühmten Gang nach Canossa 1076 durch einen deutschen Kaiser, Heinrich IV., der war exkommuniziert worden von Papst Gregor VII. Und musste jetzt diesen Bußgang nach Canossa antreten, um wieder in die Kirche aufgenommen zu werden. Aber manchmal schaffen es auch die weltlichen Herrscher, die geistlichen Führer zu dominieren. Zum Beispiel schaffen es die Kaiser manchmal, Päpste abzusetzen oder Gegenpäpste zu installieren. In Süditalien und Sizilien sind externe Mächte noch sehr aktiv. Die von den Franken verdrängten Langobarden halten sich da noch eine Weile. Auch Byzanz behauptet in Süditalien noch eine Weile seinen Einfluss. Im 9. Jahrhundert kommen zwischenzeitlich die Araber. Im 11. Jahrhundert dominieren dort die Normannen. Und ab dem 13. Jahrhundert setzen sich dort Franzosen und Spanier allmählich fest. Jetzt gucken wir ins 15. und 16. Jahrhundert, wo Machiavelli gelebt hat. Und die externen Mächte sind in dieser Phase in Italien zunächst etwas zurückgezogen. Die Byzantiner, Araber, Normannen sind seit einiger Zeit schon wieder weg. Die Kaiser haben offiziell die Macht, aber sie engagieren sich im 14. 15. Jahrhundert wenig in Italien. Sogar die Päpste sind zeitweilig abwesend, die sind zeitweilig in Avignon und gar nicht in Rom. Die interne Folge ist aber nicht, wie man denken würde, dass Italien sich jetzt eint unter einer eigenen Regierung, sondern es kommt eher noch zu einer weiteren Zersplitterung in lokale Kleinherrschaften. Vor allen Dingen die italienischen Städte sind zunehmend unabhängig unter mächtigen Familienclans, zum Beispiel die Borgias, die ursprünglich aus Spanien mal kamen, oder die Medicis, die in Florenz sehr wichtig sind. Die besetzen politische Ämter, auch religiöse Ämter, die sind Stadtfürsten, gelegentlich sogar Päpste. In kultureller Hinsicht führt das zu einer starken Blüte. Diese Städte wetteifern um die besten Künstler und diese Clans fördern die Kultur. Es ist die Zeit von Michelangelo, Botticelli, Da Vinci und Tizian. In politischer Hinsicht entsteht ein fragiles Gleichgewicht. Diese Städte halten sich gegenseitig in Schach. Wer zu sehr expandiert, wird von den anderen wieder zurückgedrängt. Teilweise sind das Fürstentümer. Das heißt, die stehen unter Alleinherrschaft, zum Beispiel Mailand, Neapel, natürlich der Kirchenstaat, das sind Fürstentümer. Teilweise sind es Republiken, das heißt unter Parlamentsherrschaft stehend, zum Beispiel Venedig oder Florenz, das sind meistens Republiken. Die unterstützen sich gegenseitig durch Hilfstruppen, es gibt aber keine festen Allianzen. Man hilft dem Schwächeren nur, solange es einem selbst nützt. Und man stärkt sich, indem man externe Söldner anmietet. Die Söldnerführer sind die sogenannten Condottiere. Das sind letztlich Geschäftsleute, die ihre Truppen an den Meistbietenden vermieten. Und über dieses brüchige Gleichgewicht von lokalen Kleinherrschaften brechen dann die italienischen Kriege herein. Es kommt zu einer Zeit der Invasion durch Franzosen, Spanier, Deutsche, Schweizer. Ungefähr 30 Jahre lang herrscht in Italien böses Chaos, vergleichbar dem 30-jährigen Krieg in Deutschland im 17. Jahrhundert. Und dabei prallen durchaus verschiedene Kulturen aufeinander. Dieses hochkultivierte Italien mit seiner reichen Renaissance-Kultur wird von kriegerischen Truppen aus deutlich weniger kultivierten Ländern schlichtweg geplündert. Außerdem zerbricht das politische System. Diese politische Balance der italienischen Stadtstaaten wird unter dem übermächtigen Ansturm der externen Nationen zerstört und verkehrt sich in gegenseitige Zerfleischung. Es geht damit los, dass 1494 die Franzosen unter Karl VIII. Ihren ersten Italienfeldzug beginnen. Sie erheben Ansprüche auf Mailand und Neapel. Da gab es Dynastiestreitigkeiten und sie mischen sich ein. Sie erobern Florenz, Rom und Neapel. Es gibt schwere Verwüstungen, Plünderungen, auch Seuchen werden eingeschleppt. Die Syphilis kommt nach Italien, die Franzosenkrankheit. Die Italiener reagieren. Ein Jahr später wird die Heilige Liga gegründet. Zwischen dem Papst, Alexander VI., einem Borgia, dem deutschen Kaiser, Maximilian I., einem Habsburger. Spanien ist dabei, Mailand und Venedig und die verbünden sich natürlich gegen die Franzosen.
Und das ist erstmal durchaus erfolgreich. Die Franzosen müssen sich in diesem Jahr nach schweren Verlusten zurückziehen. Aber es besiegelt jetzt den Fremdeinfluss in Italien. Deutsche und Spanier sind da jetzt vor Ort. Diese Liga ist initiiert durch den Papst. Woran Sie erkennen, das ist offenbar ein sehr weltlich agierender Papst. Das ist kein Wunder. Dieser Alexander VI. Ist eben ein Borgia. Im Grunde ein normales Mitglied dieser Familie, das irgendwann den Papststuhl erobern konnte und für seine Machtpolitik benutzt. Es ist eine Zeit sehr weltlich agierender Päpste, die haben auch Kinder, die haben Familie, die sind in Kriege involviert, die sind für Morde verantwortlich, die sind auf Bereicherung aus, die nehmen am Luxusleben teil. Und das hat natürlich nicht allen gefallen, daran gab es Kritik, und zwar nicht nur in Deutschland, dann etwas später durch den Augustinermönch Luther, sondern auch in Italien durch den Dominikanermönch Girolamo Savonarola. Der predigt schon eine Weile gegen den verkommenen Adel und Klerus. Er ist erklärter Gegner dieses Borgia-Papstes Alexander. Und als dann 1494 infolge der französischen Invasion die Medici aus Florenz vertrieben werden, errichtet Savonarola dort ein christlich-fundamentalistisches Regime. Unter anderem lässt er Luxusgegenstände, Schmuck, Gemälde, Möbel, Kleider konfiszieren und verbrennen, im sogenannten Feuer der Eitelkeiten. Sogar Botticelli wirft eigene Bilder ins Feuer. Wahrscheinlich nicht aus Überzeugung, sondern eher aus Angst. Eine seltsame Episode: inmitten all dieser Renaissance-Pracht und Dekadenz entsteht hier plötzlich eine radikal asketische Herrschaft in Florenz, die sich aber nicht lange hält. Savonarola wird 1497 vom Papst exkommuniziert und ein Jahr später in Florenz von einer aufgebrachten Menschenmenge gestürzt, bestialisch gefoltert und hingerichtet. Im selben Jahr, 1498, stirbt auch der französische König, Karl VIII. Und sein Nachfolger, Ludwig XII., beginnt wieder einen Italienfeldzug. Das ist jetzt der zweite Italienfeldzug der Franzosen. Und die erobern Mailand, sie halten die Medici aus Florenz fern, sie dringen auch wieder nach Neapel vor, werden da aber von den Spaniern vertrieben. Und so sieht das dann aus um 1504. Mailand ist französisch. Neapel ist spanisch. Frankreich hat sich damit in Norditalien festgesetzt, zumindest für eine gewisse Zeit. Spanien hat sich in Süditalien festgesetzt, und zwar für die nächsten 200 Jahre. Auch das zieht Folgen nach sich. Es gibt wieder eine Liga. 1508 gibt es die Liga von Cambrai. Zwischen dem Papst, das ist jetzt Julius II., dem Kaiser, das ist weiterhin Maximilian I., Spanien, England, neu im Spiel, und Frankreich. Und Frankreich etabliert im Land, und zwar gegen Venedig. Also Italiener gegen Italiener. Die Beteiligten hoffen einfach, dass sie alle vom Machtverlust Venedigs profitieren würden. Venedig gerät auch in starke Bedrängnis, es kann sich aber halten. Diese Liga zerbricht zwei Jahre später. Die Ziele der Beteiligten sind zu divergent und die Politik von Venedig ist zu geschickt. Das Bündnis hat letztlich nur Frankreich genutzt. Und damit wird Frankreich jetzt wieder zum Hauptgegner der anderen. Und dann wird ein Jahr später, 1511, die Heilige Liga erneuert. Zwischen dem Papst, Julius II., dem Kaiser, Maximilian I., Spanien, England, der Schweiz, das ist der Beginn der Schweizer Garde im Vatikan, und Venedig, jetzt wieder mit im Boot. Und jetzt wieder gegen Frankreich, wie das schon mal so war. Zunächst auch erfolgreich, die Franzosen werden aus Mailand vertrieben. Die Medici können 1512 endlich nach Florenz zurück. Dann aber wechselt Venedig mal die Seiten. Paktiert mit den Franzosen jetzt. Und jetzt ist das Chaos geradezu komplett. Sie haben ein ständiges Wechseln der Fronten, auch einen ständigen Wechsel im Schlachtenglück. Der nächste französische König, Franz I., der schafft auch wieder Rückeroberungen. 1519 stirbt der Kaiser Maximilian I. und Karl V. wird sein Nachfolger. Das ist sein Enkel, ebenfalls ein Habsburger. Der war seit drei Jahren bereits spanischer König. Jetzt ist er auch deutscher König. Er nennt sich bereits Kaiser, obwohl er erst später offiziell vom Papst gekrönt wird. Und damit sind jetzt Deutschland und Spanien im Haus Habsburg vereint. Und so entsteht auf einen Schlag ein riesiges Weltreich. Vor allen Dingen, weil Spanien in dieser Zeit verschärft Amerika erobert. Im Reich von Karl V. geht angeblich die Sonne nicht unter.
Das stimmt zwar nicht, der Erdumfang wird unterschätzt, weil man immer noch Amerika mit Indien verwechselt, aber in jedem Fall, dieser Kaiser hat gewaltige Ressourcen zur Verfügung für seine Kriegsführung in Europa, weil die spanischen Eroberer die Azteken und Inkas jetzt ausplündern und das Gold kommt zu ihm. Und aufgrund dieser Ressourcen dominiert jetzt der Kaiser bald in Italien. Und dann, was passiert? Es gibt eine neue Liga, die Liga von Cognac, 1526 zwischen dem Papst, das ist jetzt Clemens VII., ein Medici, Frankreich unter Franz I., Mailand und Venedig und jetzt gegen den Kaiser, gegen Karl V. Jetzt wird der Kaiser den Italienern zu stark, insbesondere der Papst agiert jetzt mit den Franzosen gegen den Kaiser. Dadurch bekommen die kaiserlichen Truppen starke Versorgungsprobleme, die Soldzahlungen bleiben aus, es gibt Unruhen, Aufstände, Gehorsamsverweigerung in der Truppe. Zudem herrscht dort ein großer Hass auf den Papst, bei den deutschen Landsknechten sowieso, denn das sind meistens Protestanten. Und auch die spanischen und italienischen Söldner sind nicht gut auf den Papst zu sprechen. Sie sind zwar Katholiken, aber der hat sich jetzt gegen sie gestellt. Und so kommt es 1527 zu der großen Katastrophe, zur berühmt-berüchtigten Sacco di Roma. Die Plünderung Roms durch völlig führerlos aus dem Ruder laufende kaiserliche Truppen. Der Papst, Clemens VII., flieht in die Engelsburg, kann schließlich gegen Ländereiverzicht und Lösegeld aus Rom abziehen. Und seine Familie, die Medici, müssen wieder raus aus Florenz. Das Ganze befriedet sich erst 2 Jahre später. Dann gibt es den Frieden von Barcelona zwischen dem Kaiser und dem Papst. Der Papst bekommt seinen Kirchenstaat zurück, die Medici erhalten Florenz zurück. Dafür krönt der Papst Karl V. ein Jahr später offiziell zum Kaiser, wobei Karl V. auch wirklich der letzte Kaiser ist, der das überhaupt noch haben will. Die Kaiser danach lassen sich nicht mehr vom Papst krönen. Im selben Jahr wird auch der Frieden von Cambrai zwischen dem Kaiser und Frankreich geschlossen. Frankreich verzichtet jetzt auf seine Ansprüche in Italien. Der Kaiser erlangt die Vorherrschaft in Italien. Vor allen Dingen Mailand im Norden und Neapel im Süden fallen ihm zu. Frankreich bekommt im Gegenzug Burgund. Außerdem werden 2 Söhne von Franz in Madrid gegen Lösegeld freigelassen. So macht man damals Politik. Damit sind die italienischen Kriege im Wesentlichen beendet. Der Hintergrund dieser Friedensschlüsse ist nicht zuletzt der Vormarsch der Osmanen. Die Türken haben inzwischen Belgrad erobert und die Ungarn geschlagen. Und 1529 stehen sie erstmals vor Wien. Das zwingt die Westmächte zu Bündnissen. Die bleiben aber trotz dieser gemeinsamen Bedrohung sehr brüchig. Zwischenzeitlich verbündet sich auch der französische König Franz I. mehrmals mit dem türkischen Sultan gegen den deutschen Kaiser, Karl V. Karl V. stirbt nicht im Amt, der dankt 1556 ab. Und das führt dazu, dass Spanien und Deutschland nicht mehr in einer Hand bleiben. Karls Bruder wird deutscher Kaiser, Ferdinand I. Und Karls Sohn wird spanischer König Philipp II. Das ist der Vater von Don Carlos aus Schillers Drama und Verdis Oper. Der erobert dann auch mal die Philippinen, deshalb heißen die so. Die sind nach Philipp II. Benannt. Und er ist ein wichtiger Widersacher dann schließlich Englands von Elisabeth I. Und deshalb wird er uns nächste Woche noch einmal begegnen. Nun gut, und in diesem Chaos wächst Machiavelli auf. Diese Friedensschlüsse 1529 erlebt er nicht mit, umso mehr aber die chaotischen Kriegshandlungen zuvor. Und auch er ist als aktiver Politiker dabei. Dieses berühmte Porträt von ihm wirkt sehr lebensecht, sehr vertrauenerweckend, aber Vorsicht, das stammt von einem Maler, der erst nach Machiavellis Tod geboren wurde. Das ist also kein Porträt vom lebenden Vorbild und noch nicht mal aus der Erinnerung, und wohl auch nicht eine Kopie eines authentischen Gemäldes. Das ist nicht bekannt. Bestenfalls ist das durch Beschreibungen Machiavellis gestützt, die in diese Richtung gehen. Er war wohl ein bisschen hager und hat etwas skeptisch, ironisch dreingeblickt. Geboren ist er 1469 in Florenz, also 16 Jahre nach dem Fall Konstantinopels. Eine wichtige Stadt der damaligen Zeit, kulturelles Zentrum, vielleicht zu Machiavellis Zeiten die künstlerische Hochburg Italiens. Da leben Botticelli, Michelangelo, Da Vinci. Es ist auch ein politisches Machtzentrum, gehört zu den 5 großen Mächten Italiens, neben Mailand, Venedig, Kirchenstaat, Neapel. Militärisch von den 5 aber wohl am schwächsten.
Florenz ist ursprünglich eigentlich eine Republik, aber seit ein paar Jahrzehnten sind die Medici dort in Florenz und herrschen dort im Grunde wie Fürsten. Machiavelli kommt aus einer Familie, die früher sehr angesehen war, aber inzwischen verarmt ist. Es sind Kanzleibeamte, sein Vater ist Notar, hat allerdings eine gute Bibliothek und Machiavelli liest viel da drin, insbesondere Aristoteles und Cicero. 1492, also mit Anfang 20, tritt er in die Staatskanzlei von Florenz ein und beginnt dort eine Laufbahn als politischer Beamter. Das ist das Jahr der Entdeckung Amerikas. 2 Jahre später kommt die erste Invasion der Franzosen und auch die Herrschaft Savonarolas in Florenz. Das erlebt er mit. Die dauert 4 Jahre. 1498 wird Savonarola hingerichtet, aber die Medici können noch nicht zurück wegen der Franzosen. Und das heißt, die Republik besteht jetzt wieder. Und Machiavelli gilt als unverdächtig, weil er beiden nicht nahestand, weder Savonarola noch den Medici. Und deshalb wird er Staatssekretär, zuständig vor allen Dingen für Außen- und Verteidigungspolitik. Er unternimmt auch diplomatische Reisen. Er trifft den Papst in Rom, den deutschen Kaiser in Innsbruck, den französischen König in Lyon. Er unternimmt auch militärische Expeditionen. Er misstraut diesen Hilfstruppen und den Söldnern, die damals so beliebt waren. Er bevorzugt eigentlich Milizen, das heißt Soldaten aus eigenen Bürgern. Und er hilft auch bei der Gründung einer Miliz für den Papst. Und er regt die Gründung einer Miliz in Florenz an. Das klappt nur teilweise. Einmal zwingt er mit dieser Miliz das abtrünnige Pisa zur Kapitulation. Einmal läuft sie aber auch vor den anrückenden Spaniern ihm davon. Zwischenzeitlich heiratet er und hat insgesamt 6 Kinder. 1512 sind die Franzosen fürs Erste zurückgeschlagen und unter dem Schutz der Spanier kehren die Medici nach Florenz zurück. Das heißt, die Republik endet jetzt wieder. Und Machiavelli wird zunächst entlassen und kurz darauf beschuldigen ihn die Medici sogar, an einer Verschwörung gegen sie beteiligt gewesen zu sein, was wahrscheinlich nicht stimmt. Aber er wird inhaftiert und gefoltert, aus Mangel an Beweisen aber freigelassen und dann schließlich verbannt. Er lebt jetzt auf einem kleinen Landgut, ungefähr 15 Kilometer vor Florenz. Er darf die Stadt nicht mehr betreten. Er ist politisch kaltgestellt, auch ökonomisch verarmt. Er ist furchtbar gelangweilt und schrecklich unglücklich. Und in dieser Zeit schreibt er dann seine 2 berühmten Bücher, Il Principe, der Fürst, seine berühmteste Schrift, und die Discorsi. Genauer, Abhandlungen über die ersten 10 Bücher des Titus Livius, das ist ein römischer Geschichtsschreiber. Wohl sein eigentliches Hauptwerk. Das erinnert an Cicero. Cicero schreibt auch dann, wenn er politisch kaltgestellt ist. Das ist bei Machiavelli genauso. Beide Bücher werden erst posthum gedruckt, in den 30er Jahren. Offenbar hat er selber sich auch gar nicht groß um die Veröffentlichung bemüht. Vor allem der Principe ist erkennbar nicht für die Öffentlichkeit gedacht gewesen. Das ist kein umfassendes staatspolitisches Werk. Das ist eine kleine, komprimierte Handlungsanweisung, speziell für Machthaber gedacht. Und er widmet diesen Principe 1516 dem jungen Lorenzo di Medici, der gerade an die Macht gekommen ist. Und offensichtlich will er sich mit diesem Büchlein dem Lorenzo di Medici als politischer Berater andienen. Er will ja unbedingt wieder in Staatsdienst. Und er verwendet dieses Buch jetzt quasi als Empfehlungsschrift bei den Medici. Das gelingt nur teilweise. Der Lorenzo stirbt bald, 1519. Aber Machiavelli wird in der Tat nach und nach von den Medici ein bisschen rehabilitiert. Er darf schließlich in die Stadt zurückkehren, 1521. Er übernimmt auch wieder politische Ämter, er hat aber nicht mehr so einen hohen Rang wie vorher. Er schreibt im Auftrag der Medici eine Geschichte von Florenz, ja, er erstellt ein Gutachten zu Verfassungsfragen, aber mehr nicht. Stattdessen schreibt er jetzt aphoristische Gedichte und derbe Lustspiele, die selten, aber gelegentlich noch aufgeführt werden. Jetzt ist die Zeit, wo allmählich die Macht des Kaisers, Karl V., wächst. Der wird jetzt zur stärksten Macht in Italien. 1525 bedrohen kaiserliche Truppen erstmals Florenz und Machiavelli wird immerhin mit dem Bau einer Stadtmauer beauftragt. 1527 ist dann das Jahr der großen Katastrophe. Die Sacco di Roma findet statt und die Medici werden von den kaiserlichen Truppen wieder aus Florenz vertrieben. Nur für 2 Jahre, bis zum Frieden von Barcelona, dann kommen sie wieder. Aber für 2 Jahre wird jetzt wieder die Republik ausgerufen.
Und Machiavelli hofft, dass er jetzt wieder eine stärkere Stellung einnehmen kann. Er bewirbt sich auf seine alte Stelle als Staatssekretär. Aber er scheitert. Es wird über ihn abgestimmt im Stadtrat und bekommt eine deutliche Niederlage, weil offenbar die Republikaner ihm seinen zwischenzeitlichen Flirt mit den Medici übel nehmen. Und im selben Jahr stirbt er dann auch in Florenz. Resigniert, magenkrank, physisch und psychisch gebrochen. Man muss sagen, tragisches Opfer seines eigenen unbedingten Karrierewillens, der wirren Zeitumstände und seines letztlich glücklosen Paktierens. Das hat nicht funktioniert bei ihm. Es gibt kaum einen politischen Autor, der so angefeindet wird wie Machiavelli. Nicht mal Hobbes, den wir nächste Stunde behandeln werden. Und im Mittelpunkt steht dabei immer diese eine Schrift, diese erste, Il Principe, der Fürst. Und augenscheinlich ist das eine völlig amoralische Schrift. Nicht nur in dem Sinne, dass sie sich nicht mit Moral beschäftigen würde und stattdessen jetzt rein empirisch arbeiten würde. Nein, in dem Sinne, sie weist alle Moral in der Politik zurück. Dem Fürsten wird ernsthaft unmoralisches Verhalten empfohlen, weil das oftmals der einzige Weg sei, seine Macht zu erhalten. Und allein dieser Machterhalt sei vernünftiges Ziel der Politik. Dieser Amoralismus erscheint zwar ein Stück weit als erzwungen, der Fürst muss zuweilen böse handeln, weil die meisten Untertanen schlechte Menschen sind und er sonst seine Macht verlöre. Machiavelli schreibt, die Menschen sind undankbar, wankelmütig, falsch, feig und gewinnsüchtig. Oder an anderer Stelle, die Menschen sind immer schlecht, wenn die Notwendigkeit sie nicht gut macht. Es wird aber nie moralisch in Frage gestellt, ob oder weshalb der Fürst denn unbedingt seine Macht bewahren soll. Also dieses Ziel, Machterhalt des Fürsten, wird nie zum Gegenstand moralischer Kritik oder moralischer Begründung. Vielmehr wird umgekehrt alle Moral diesem Ziel untergeordnet. Und diesen Befund der Amoralität können Sie nicht vom Tisch wischen. Das Buch enthält zahllose, haarsträubende Stellen, in denen alles erlaubt ist, um die Herrschaft des Fürsten zu sichern. Einzig relevantes Ziel ist Machterhalt und alle Maßnahmen werden danach bemessen, ob sie diesem Ziel dienen. Auch moralisches Verhalten kann dabei zeitweise ratsam sein, aber dann eben nicht als Selbstzweck, sondern nur als Mittel zum Zweck des Machterhalts. Und ebenso kann unmoralisches Verhalten empfehlenswert sein. Es kann auch dem Machterhalt dienen und ist dann ebenso legitim. Das spielt Machiavelli nachdrücklich an zentralen Tugenden durch, die man gemeinhin von Herrschern erwartet. Und seine Botschaft ist jeweils, die Ausübung der Tugend oder auch der entsprechenden Untugend kann empfehlenswert für den Fürsten sein, je nach den Umständen. Und nicht selten geht dabei die Tendenz eher zur Untugend. Zum Beispiel Freigebigkeit. Wichtige politische Tugend eines Herrschers betrifft vor allem den Umgang mit ökonomischen Ressourcen, etwa im Bereich Baumaßnahmen, Lehenswesen, Kulturförderung, aber auch Armenhilfe, Landverteilung, Gesundheitsversorgung. Ist auch eine klassische aristotelische Tugend. Dort ist es die rechte Mitte zwischen Knauserigkeit und Verschwendungssucht. Und was sagt Machiavelli dazu? Nun, er sagt, man soll ruhig freigebig sein mit fremdem Gut. Das heißt, mit dem, was weder einem selbst noch den eigenen Untertanen gehört. Zum Beispiel mit Kriegsbeute in eroberten Städten oder Ressourcen in fernen Provinzen. Hier soll man sogar verschwenderisch sein, denn es verbessert den eigenen Ruf, wenn man großzügig Geschenke macht. Und es erzeugt keinen Schaden bei einem selbst, denn das Zeug gehört einem ja gar nicht. Bei eigenem Gut hingegen soll man nicht freigebig sein, weil man dadurch die eigenen Ressourcen dauerhaft aufzehrt. Und dann wird man entweder arm und wird dafür verachtet, oder man muss räuberisch werden und wird dafür gehasst. Und Verachtung und Hass sind beide zu meiden, weil sie die Macht untergraben. Das gilt grundsätzlich, Verachtung und Hass sind für Machiavelli die beiden gefährlichsten Gefühle, die einem Herrscher entgegenschlagen können. Das sind quasi Pole eines Spektrums von Einstellungen, welche die Untertanen einnehmen können. Und die sind gleichermaßen gefährlich. Verachtung entsteht, wenn der Herrscher schwach erscheint, wankelmütig, unentschlossen, feige, weibisch oder eben arm. Hass entsteht, wenn der Herrscher sich allzu viel herausnimmt. Vor allem, wenn er aus Habgier sich das Eigentum der Untertanen aneignet. Machiavelli schreibt, die Untertanen nehmen es mehr übel, wenn sie ihr Erbe verlieren, als wenn man ihre Väter tötet. Das können die eher verzeihen.
Und beide diese Gefühle machen die Position eines Herrschers auf Dauer unhaltbar, führen unvermeidlich zu Verschwörungen, Aufständen und dergleichen. Milde und Grausamkeit. Auch ein klassisches Spektrum politischer Tugendhaftigkeit von Herrschern, das betrifft vor allen Dingen Sanktionen, also Strafen gegen Untertanen, Umgang mit Konkurrenten, auch Kriegswesen, das Verhalten gegenüber eigenen Soldaten oder gegenüber fremden Völkern. Und meistens wird dabei natürlich die Milde der Grausamkeit tendenziell vorgezogen. Was sagt Machiavelli dazu? Nun, hier geht es um das Gewinnen von Liebe oder Furcht unter den Untertanen. Milde erzeugt Liebe, Grausamkeit erzeugt Furcht. Und grundsätzlich sind beide anzustreben. Nun kann man häufig nicht beides zugleich haben und im Zweifelsfall ist dann der Furcht vor der Liebe der Vorrang zu geben. Denn, das liegt daran, die Furcht der Untertanen hängt nur von einem selber ab, die Liebe der Untertanen hingegen von deren sehr wankelmütigen Launen. Und deshalb ist Furcht verlässlicher und besser kontrollierbar als Liebe. Und deshalb ist Grausamkeit tendenziell besser als Milde. Ganz einfach. Genauer, er unterscheidet gut und schlecht angewandte Grausamkeiten. Gut angewandt sind sie, wenn sie auf einen Schlag ausgeführt und möglichst bald in Wohltaten überführt werden. Man also die gefährlichen Gegner rasch eliminiert und die übrig gebliebenen bald versöhnt. Das ist gut. Schlecht angewandt sind sie, wenn sie zunächst geringfügig sind und sich dann immer mehr steigern, weil dann die starken Gegner übrig bleiben und Rache nehmen können. Grausamkeit ist also nicht etwa an sich schlecht, sondern sie ist gut oder schlecht, je nach ihrer erfolgreichen oder erfolglosen Bewirkung von Furcht. Ähnliches gilt für die Milde. Die wird gemäß ihrer erfolgreichen oder erfolglosen Erzeugung von Liebe beurteilt, die aber an sich unwägbarer und deshalb weniger wertvoll ist. Wichtig ist wieder, dass beide nicht umschlagen, die Liebe nicht in Verachtung, die eigene Milde darf keinesfalls als Schwäche ausgelegt werden und die Furcht darf nicht in Hass umschlagen. Deshalb sagt er, sollte man Strafmaßnahmen bevorzugt durch Stellvertreter ausführen lassen, Gnadenerlasse hingegen besser selber vollziehen. Ehrlichkeit. Das betrifft vor allem Aufrichtigkeit und Vertragstreue nach innen wie nach außen, ist für viele eine Zentraltugend von Politikern schlechthin, gilt vielfach als Grunderfordernis aller Politik gegenüber den eigenen Bürgern wie gegenüber anderen Staaten. Was sagt Machiavelli dazu? Das ist kein unbedingtes Erfordernis. Wenn der Machterhalt etwas anderes verlangt, soll man durchaus sein Wort brechen. Es ist keineswegs immer vorteilhaft, ehrlich zu sein, insbesondere weil es die anderen ja auch nicht sind. Es ist lediglich meistens vorteilhaft, ehrlich zu scheinen, damit die anderen einem weiterhin vertrauen. Und das gilt generell auch bei anderen Tugenden. Es ist gewissermaßen eine Quintessenz von Machiavellis Stellung gegenüber der üblichen Moralität. Die Tugend selbst ist nicht immer nützlich, sondern lediglich ihr Schein. Und deshalb ist nur dieser Schein, nicht die Tugend selbst, durchweg zu empfehlen. Hierzu eine kleine Passage aus dem Principe. Ein Fürst braucht also nicht alle oben genannten Tugenden zu besitzen, muss aber im Rufe davon stehen. Ja, ich wage zu sagen, dass es sehr schädlich ist, sie zu besitzen und sie stets zu beachten. Aber fromm, treu, menschlich, gottesfürchtig und ehrlich zu scheinen, ist nützlich. Ein Fürst muss oft, um seine Stellung zu behaupten, gegen Treu und Glauben, gegen Barmherzigkeit, Menschlichkeit und Religion verstoßen. Daher muss er ein Gemüt besitzen, das sich nach den Winden und nach dem wechselnden Glück zu drehen vermag. Und wie gesagt, zwar nicht vom Guten lassen, wo dies möglich ist, aber auch das Böse tun, wenn es sein muss. Sie merken daran, Machiavelli hat durchaus eine normative Perspektive. Er spricht durchaus von richtigem und falschem Verhalten. Er lobt und tadelt. Er empfiehlt und rät ab. Aber das findet alles nicht in moralischer Hinsicht statt. Es definiert sich nicht anhand ethischer Maßstäbe. Vielmehr ist das rein funktional gemeint. Empfohlen und abgeraten wird allein mit Blick auf die pragmatische Eignung für den Fürsten, das vorausgesetzte Ziel seines Machterhalts umzusetzen. Lob verdient, was zu Erfolg führt. Zielstrebigkeit, Geschick, List, Rücksichtslosigkeit. Tadel verdient, was zu Misserfolg führt.
Selbstüberschätzung, Unklugheit, Idealismus, Wankelmut. Und diese Umformung von ursprünglich moralischem Vokabular zu rein prudentiellen Begriffen zeigt sich deutlich an einem Zentralgedanken des Principe. Es geht Machiavelli vor allem darum, dass der Fürst sich nicht nur auf das Glück Fortuna verlassen darf, der Fürst muss überdies Tugend, Virtu, ausbilden. Aber damit ist keine moralische Tugend gemeint, etwa Gerechtigkeit oder Milde, sondern allein strategische Klugheit, Energie, Geschick. Virtu ist bei Machiavelli die Fähigkeit, aus eigener Kraft die Geschehnisse zu bestimmen. Das Glück zu zwingen, wenn es nicht von allein kommt. Darunter fällt vor allem die Frage der Kriegsführung. Das ist für Machiavelli sowieso das Hauptgebiet eines Politikers, Kriegsführung. Und sich auf Fortuna zu verlassen, heißt für Machiavelli im Wesentlichen, sich auf fremde Waffen zu verlassen. Das heißt auf externe Hilfstruppen oder gekaufte Söldner. Und die sind allesamt gefährlich und unzuverlässig. Virtu zu haben, heißt hingegen, mit eigenen Waffen zu operieren. Das heißt mit einer Miliz aus Bürgern oder Untertanen, auf deren Treue und Opferbereitschaft man rechnen kann. Da merken Sie wieder, der ursprünglich moralische Begriff Virtu wird hier völlig moralisch entleert. Es geht allein um die pragmatische Frage der sicheren Kontrollierbarkeit. Das war, wie erwähnt, sein eigenes Zentralanliegen in Florenz. Er wollte weg von den Hilfstruppen und den Söldnern. Er wollte hin zu einer Hausmacht, einer Bürgermiliz. Diese Umstellung ist ihm nur teilweise gelungen und die Resultate waren zwiespältig. Das ist für Machiavelli der entscheidende Unterschied zwischen Moses und Savonarola. Moses war bewaffnet. Er konnte sein Volk zwingen, als es ihm nicht mehr glaubte. Savonarola war unbewaffnet. Als sein Charisma verging, musste er scheitern. Das Aufschlussrecht, da liegt der Unterschied. Moses hatte Virtu, nicht weil er ein gerechter Prophet war. Savonarola hatte keine Virtu, nicht weil er ein fanatischer Eiferer war. Es lag daran, Moses war klug. Der hatte Virtu im Sinne eigener Truppen. Savonarola war unklug. Er hat sich auf die Fortuna verlassen. Auf seinen rednerischen Erfolg bei den Menschen, den hat man nicht lange. Machiavellis Ideal eines Fürsten ist erklärtermaßen Cesare Borgia. Das war der Sohn von Papst Alexander VI., der ein paar Jahre lang Ländereien für den Kirchenstaat erobert hat. Der Prototyp eines Renaissance-Machtmenschen, verwegen und skrupellos. Machiavelli hat ihn auch persönlich kennengelernt, während seiner Zeit als Gesandter von Florenz. Und er war ernsthaft angetan von ihm. Er lobt ihn im Principe ausdrücklich für seine Betrügereien und Morde. Und gerade in Fragen des Kriegswesens ist Cesare Borgia für Machiavelli Vorbild. Denn der war zunächst nur durch Glück, durch Fortuna an die Macht gekommen, nämlich durch die Macht seines Vaters, des Papstes. Aber dann hat er sich auf eigene Füße gestellt. Er hat Virtu ausgebildet, indem er eigene Truppen hatte. Letztlich ist er zwar gescheitert, er ist nur 31 Jahre alt geworden. Aber nach Machiavelli kann man ihm keinen Vorwurf machen. Das war wirklich äußeres Pech. Er selber hat eigentlich alles richtig gemacht. Und hier wird sein Amoralismus sehr, sehr greifbar, indem Machiavelli ausgerechnet Cesare Borgia, einen der legendärsten, brutalsten Renaissance-Machtmenschen, als Vorbild feiert. Ja, und angesichts solcher Thesen ist es kein Wunder, dass Machiavelli sich nicht viele Freunde gemacht hat. Schon kurz nach dem Erscheinen seiner Bücher, insbesondere des Principe, wird Machiavelli zu einer regelrechten Hassfigur. Das liegt nicht zuletzt daran, dass dieser Principe sich seiner Form nach in die Tradition der sogenannten Fürstenspiegel einreiht. Das waren Bücher-Ratgeber, in denen Herrscher zur Moralität ermahnt wurden, zu Freigebigkeit, Milde, Ehrlichkeit und so weiter. Und Machiavelli hat mit dem Principe ein Buch geschrieben, das ganz im Stil dieser Fürstenratgeber geschrieben war, wo es jetzt aber plötzlich nur um den Erhalt der Macht ging und zu diesem Zweck eben auch Amoralität empfohlen wurde. Und das musste als dreist, provokant, geschmacklos, boshaft empfunden werden. Und die Empörung war entsprechend groß. Die katholische Kirche hatte zwar zunächst die Druckerlaubnis erteilt, aber sie setzt das Buch nach einiger Zeit auf den Index, 1557. Später gibt es Gerüchte, das Buch sei der Auslöser der Ermordung der protestantischen Hugenotten in der Bartholomäusnacht gewesen. Entsprechend mögen die Protestanten ihn auch nicht. Und auch Philosophen haben sich fast durchweg von Machiavelli distanziert.
Manche Autoren nennen ihre Bücher ausdrücklich Anti-Machiavelli. Sogar Friedrich der Große hat in jungen Jahren mal einen Anti-Machiavell geschrieben, 1740. Machiavellismus wird das Pseudonym für gewissenlose Machtpolitik zum eigenen Vorteil. Und bis heute lehnen die meisten politischen Philosophen Machiavelli ab, wegen dieser offen amoralischen Haltung. Es gab und gibt allerdings auch Machiavelli-Verteidiger, Befürworter, Fans. Und die Gründe hierfür sind recht unterschiedlich. Zunächst einmal, es gibt sicherlich ein paar Leute, die bei ihm so einen gewissen Reiz des Bösen verspüren und das irgendwie sexy finden, was er schreibt. Diese Faszination des Bösen gibt's. Das ist ein psychischer Effekt. Es ist natürlich kein philosophisches Argument für Machiavelli. Andere Leute sind wie Machiavelli von der Schlechtigkeit der Menschen überzeugt. Und sie glauben ernsthaft, dass man deshalb eine moralfreie Realpolitik betreiben dürfe oder müsse oder solle. Das kann man so oder so sehen. Wahrscheinlich ist es ein bisschen kurzsichtig, vielleicht auch etwas kindisch. Die Menschen sind nicht nur schlecht. Und selbst wenn, rechtfertigt das natürlich nicht eigene Gewissenlosigkeit. Insbesondere nicht, wenn die ja nur dem eigenen Machterhalt dienen soll. Drittens, es gibt einige Interpreten, die ihn gar nicht als Ratgeber lesen, sondern nur als Analytiker. Das heißt, die sagen, Machiavelli gibt gar nicht vor, wie Fürsten handeln sollten, sondern er beschreibt nur, wie Fürsten de facto agieren. Vielleicht ganz allgemein zu allen Zeiten, vielleicht auch speziell in seiner Epoche. Und Machiavelli wird in diesem Sinne manchmal als Begründer einer kritischen politischen Empirie gelesen, nicht als Vertreter einer perversen politischen Ethik. Angeblich formuliert er keine Vorgaben zum Regieren, sondern er deckt nur die Mechanik der Macht auf. Er ist angeblich der Galilei der Politik oder zumindest ein Chronist seiner Epoche. Gut, natürlich können Sie ihn nur auf solche deskriptiven Betrachtungen hin lesen, aber de facto ergibt über das ganze Buch hinweg normative Empfehlungen. Die können Sie überblättern, wenn Sie die für uninteressant halten, aber Sie können sie nicht ignorieren, als stünden die da nicht, die stehen da. Viertens, manche Interpreten räumen ein, ja, der gibt Empfehlungen und teilweise sicherlich sehr frappierende, aber das macht er alles nur, um noch größeres Übel zu verhindern. Machiavelli ist im Innersten davon überzeugt, dass nur der unbedingte Machterhalt des Fürsten mit all den aufgelisteten Tricks aus dem Principe dazu geeignet sei, noch größeres Unheil vom politischen Gemeinwesen fernzuhalten. Vielleicht gilt das für alle Staaten und Gemeinschaften, zumindest gelte es für Machiavellis Zeitumstände in Renaissance-Italien. Gut. Das ist die vierte Position, das ist natürlich auch wieder eine gewagte These, denn man kann sich schwer vorstellen, dass Diebstahl, Grausamkeit, Unehrlichkeit die Welt oder auch nur seine Zeit wirklich besser machen können. Aber gut, vielleicht glaubte Machiavelli, die Welt oder zumindest seine Zeit sei so verkommen, so verdorben, dass nur der von ihm geschilderte Machtmensch da noch helfen könne, dieses Übel einigermaßen einzudämmen. Und dann stünde hinter all dieser scheinbar zynischen, berechnenden, amoralischen Machtpragmatik am Ende ja doch wieder ein heimliches, höheres moralisches Ziel. Schlimmeres Übel vermeiden. Insbesondere führt man in dem Zusammenhang gern das Schlusskapitel des Principe an. Das ist überschrieben mit Aufruf, Italien von den Barbaren zu befreien. Und darin schreibt Machiavelli, nur ein solcher Fürst, wie ich ihn gerade geschildert habe, ist imstande, Italien aus seiner fürchterlichen Lage der Verwüstung und Ausplünderung zu retten. Und dabei richtet er sich dann ausdrücklich auf seinen Adressaten, Lorenzo di Medici. Der kann angeblich der Retter Italiens werden, wenn er ein solcher Fürst wird, wie in diesem Buch ausgemalt. Ich lese jetzt mal ein paar Passagen aus diesem Schlusskapitel vor. Wie gesagt, es ist überschrieben, Aufruf Italien von den Barbaren zu befreien. Und da schreibt er, erwägt man also alles bisher Erörterte und überlegt man mit mir, ob gegenwärtig in Italien die Zeitumstände einem neuen Fürsten günstig sind. So scheint mir jetzt so vieles zugunsten eines neuen Fürsten zusammenzukommen, dass ich nicht weiß, ob je eine günstigere Zeit dafür gewesen ist. Und wenn das Volk Israel in der Knechtschaft Ägyptens schmachten musste, um die großen Gaben des Moses zu erkennen, Moses, Virtu, eigene Truppen,
Wenn die Perser von den Medern unterdrückt werden mussten, um die Größe des Cyrus einzusehen. Wenn die Athener zerstreut leben mussten, um den Theseus berühmt zu machen, so musste auch jetzt, damit die Tüchtigkeit eines italienischen Geistes bekannt würde, Italien so tief sinken, wie es geschehen ist. So musste es sklavischer werden als die Juden, mehr geknechtet als die Perser, zerstreuter als die Athener, ohne Kopf, ohne Ordnung, geschlagen, ausgeplündert, zerrissen, verfolgt und jede Art von Verderben preisgegeben. Er fährt fort, dass Italien auf den harrt, der seine Verletzungen heilt, der den Plünderungen in der Lombardei, den Erpressungen und Auflagen in der Toskana und dem Königreich Neapel ein Ende macht und es von seinen Wunden genesen lässt. Seht, wie es Gott anruft, er möge einen senden, der es von der Grausamkeit und dem Übermut der Barbaren erlöst. Seht, wie bereit und willig es ist, der Fahne zu folgen, wenn nur einer käme, der sie ergriffe. Es ist aber gegenwärtig keiner, auf den es hoffen könnte, wenn nicht in eurem erlauchten Hause, Medici, welches die Führung bei diesem Befreiungswerk ergreifen könnte. Hier ist eine gerechte Sache, hier ist alles bereit und wo das der Fall ist, kann es nicht schwer fallen. Überdies hat Gott Zeichen und Wunder ohnegleichen gesandt. Das Übrige müsst ihr selbst tun. Gott tut nicht alles, um uns nicht die Freiheit des Willens zu nehmen, noch den Teil des Ruhmes, der uns gebührt. Und das Ganze endet mit einem Petrarca-Zitat: Wenn Tapferkeit den Rasenden entgegentritt, so wird der Kampf nicht lang, noch ist die Kraft des Altertums in italienischen Herzen nicht erstorben. Und natürlich, der Verweis auf diese Schlusspassagen ist ernst zu nehmen. Möglicherweise kommt hier neben der üblichen Machiavelli-Lesart doch ein neuer Aspekt herein. Und dann wäre der Principe in all seiner scheinbaren Kaltschnäuzigkeit ein Hilferuf nach einem starken Retter aus der italienischen Misere. Der selbstsüchtige Fürst mit seiner egoistischen Machtsicherung wäre der ersehnte Helfer gegenüber den schrecklichen Invasoren. Machiavellis scheinbar amoralische Klugheitstipps zur Herrschaftssicherung wären letztlich nur Mittel für ein höheres moralisches Ziel, nämlich das Elend der dauernden Kriege in Italien zu beenden und endlich für politische Stabilität zu sorgen. Gut, aber auch hier ist wieder die Frage, wie weit diese Perspektive in der Schrift wirklich überzeugen kann. Und gewisse Bedenken sind auch hier angebracht. Erstens, dieses Schlusskapitel hat Machiavelli höchstwahrscheinlich nachträglich hinzugefügt, nachdem er beschlossen hatte, das Buch Lorenzo di Medici zu widmen. Es gehört also wohl nicht zum ursprünglichen Textkorpus. Dann darf man aber zweifeln, ob dieser Aufruf zur Rettung Italiens wirklich eine ernst gemeinte Herzensangelegenheit Machiavellis war. Dann hätte er es doch vielleicht eher von Anfang an und als durchgehendes Thema eingebaut. Eher, muss man dann den Verdacht haben, ist dieser Passus ein gezielter Versuch, Lorenzo di Medici mit entsprechenden Schmeicheleien und Verlockungen zu ködern. Der hat angeblich das Zeug zum Italienbefreier. Der kann vielleicht seine Macht auf Gesamtitalien ausdehnen. Machiavellis Botschaft ist also, dass Lorenzo nicht nur ein erfolgreicher Fürst von Florenz, sondern Herrscher von ganz Italien werden könnte, wenn er Machiavellis Buch folgt. Oder besser noch, wenn er Machiavelli als persönlichen Berater engagiert. Das war ja Machiavellis sehnlichster Wunsch. Also das ist der eine Einwand. Der zweite, nun gut, vielleicht wollte Machiavelli doch die italienische Misere ernsthaft beendet wissen. Vielleicht wollte er nicht nur Lorenzo schmeicheln und ihn locken, vielleicht wollte er tatsächlich Italien retten, beziehungsweise retten lassen. Die Frage ist dann aber immer noch, ob es ihm um moralische Aspekte geht oder ob ihn hier vielleicht eher nationalistische Motive bewegen. Natürlich sind Invasion, Plünderung, Verwüstung, wie sie damals in Italien stattfanden, moralisch zu verurteilen. Aber man kann eigentlich nicht erkennen, dass Machiavellis Bewertung dieser Zustände moralischer Art ist. Im Text finde ich keine klaren Hinweise darauf, dass er das Leid der Bevölkerung moralisch verurteilt, die Kriegsgräuel als moralisches Übel ansieht, das Morden als moralisches Übel verurteilt. Im Gegenteil, die Fürsten sollen ja grausam sein, rücksichtslos hart, gegenüber Konkurrenten, aber auch zur Bevölkerung. Erkennbar ist lediglich, dass er speziell Italien vor der Plünderung bewahren will, dass er das Land wieder zu alter Größe, vielleicht seinerseits zur Expansion führen will. Also was ihn nachweislich bewegt, das ist mein Eindruck, ist nicht moralische Empörung über menschliches Leid, sondern nationale Kränkung über italienische Schwäche.
Es geht ihm nicht, glaube ich, um das Unrecht gegenüber Menschen. Das schreibt er nicht. Sondern um den Verfall von Italien. Um die verlorene Größe. Nicht zuletzt im Vergleich zum alten Rom. Es geht ihm um die Kraft des Altertums im italienischen Herzen. Kurzum, man verteidigt Machiavelli manchmal dadurch, dass ein guter Zweck eben zuweilen auch böse Mittel erfordere. Nur darum geht es Machiavelli in dem Buch und dafür seien seine Einsichten auch sogar für heutige Politiker noch wertvoll. Aber erstens, der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Auch gute Ziele können nicht ohne weiteres Diebstahl, Grausamkeit oder Vertragsbruch rechtfertigen. Und zweitens ist Machiavellis Zweck nicht eindeutig gut. Explizit geht es nur um den individuellen Machterhalt. Allenfalls geht es auch um nationale Größe. Jetzt gibt es manche Interpreten, die noch weiter gehen. Die behaupten, der ganze Principe ist gar nicht ernst gemeint. Das sei bestenfalls eine knapp gehaltene, gezielte Empfehlungsschrift für Lorenzo, die Medici. Vielleicht sei es sogar eine sarkastische Parodie auf die damaligen politischen Verhältnisse und Verhaltensweisen. In jedem Fall enthalte dieses kleine Buch keine ernst gemeinte, umfassende politische Theorie. Die liefere Machiavelli erst in den Discorsi. Das ist ja ein viel dickeres Buch und viel sorgfältiger gearbeitet. Und darin erst finde man den echten Machiavelli. Es sei doch kein Zufall, wenn ein Autor fast zeitgleich zwei Bücher schreibt. Und das eine ist ganz kurz skizzenhaft mit einem eindeutigen Adressaten und das andere ist viel ausführlicher, viel sorgfältiger. Da sei doch erst der echte Machiavelli zu finden. Und das Blöde ist, dass die Leute immer nur den Principe lesen. Der ist eben bekannter und der ist kürzer. Und der ist spektakulärer. Tatsächlich seien aber die Discorsi sein Hauptwerk. Und hier erst finde sich eine fundamentale, vollständige Darstellung seiner Lehre. Und dieses Buch sei viel weniger provokant, viel klüger, viel weitsichtiger, viel akzeptabler als diese Ratschläge aus dem Principe. Ich weiß nicht, ob man den Principe so entwerten kann. Vielleicht hat Machiavelli hier manches überpointiert, aber dass er sich völlig verbogen hätte, nur um den Medici zu imponieren. Oder dass er sogar hier parodistisch gearbeitet hätte, um Leute wie Cesare Borgia eigentlich anzuklagen, das glaube ich nicht. Richtig ist in jedem Fall, die Discorsi müssen wir uns jetzt auch mal anschauen. Die sind erkennbar das Hauptwerk. Das merken Sie am ganzen Aufbau, am Stil. Der Principe ist in der Tat nur eine Nebenschrift. Es wird dann auch hieran anschließend oft hervorgehoben, dass beide Bücher unterschiedliche Gegenstände behandeln. Im Principe geht es, das zeigt der Titel schon, ja nur um Fürstentümer, um Prinzen. Es gehe nicht um Republiken. Um die gehe es aber erst in den Discorsi. Und Machiavelli ziehe Republiken, Fürstentümern deutlich vor. Er war ja auch in seinem eigenen politischen Leben ja eher Republikaner, trotz seines zwischenzeitlichen und mäßig erfolgreichen Flirts mit den Medici. Und für die Republiken käme jetzt in den Discorsi eine ganz andere Tonart ins Spiel, ganz andere Maßstäbe als für die Fürstentümer im Principe. Republiken stünden bei Machiavelli immer unter der Überschrift der Freiheit statt des Machterhalts. Und in ihnen gehe es ausdrücklich um das Gemeinwohl statt um das Wohl des Fürsten. Und hierin sehe man doch endlich der echte Machiavelli. Der Machiavelli der Discorsi ist eben kein verdorbener Ratgeber für egoistische, machtbesessene Fürsten, sondern er war ein glühender Verfechter der freiheitlichen, gemeinwohlorientierten Republik. So. Aber auch hier sind wieder gewisse Bedenken anzumelden. Es stimmt, die Discorsi wenden sich schwerpunktmäßig einem anderen Thema zu. Und ja, in ihnen scheint über weite Strecken ein anderer Geist zu wehen als im Principe. Aber zunächst mal die thematische Trennung in den beiden Schriften ist bei genauerem Hinsehen nicht strikt. Und auch die inhaltlichen Ratschläge sind nicht völlig gegensätzlich. Manches ist da anders formuliert, aber die Stoßrichtung ist doch sehr ähnlich. Es gibt im Principe durchaus Passagen zu den Republiken. Und die sind auch recht brachial. Zum Beispiel empfiehlt er dort auch den Republiken, eroberte Staaten doch am besten gleich zu zerstören, denn das ist sicherer. Und das wird in den Discorsi auch nicht zurückgenommen. Umgekehrt ist in den Discorsi auch von Fürstentümern die Rede. Und sie finden in den Discorsi keine Revision gegenüber den Aussagen aus dem Principe. Im Gegenteil,
Machiavelli verweist in den Discorsi ausdrücklich und affirmativ auf das andere Buch, auf den Principe. Er überträgt sogar dortige Aussagen zu Fürstentümern direkt auf die Republiken, etwa die Schädlichkeit von Hilfstruppen und Söldnern oder die Nützlichkeit von Härte, die Gefährlichkeit von Hass. Das kehrt alles wieder. Schauen wir uns also dieses Discorsi jetzt etwas genauer an. Die sind deutlich ausführlicher als der Principe, mehr als viermal so lang. Die sind auch gründlicher, es gibt mehr historische Beispiele und mehr philosophische Bezüge. Und witzigerweise gleich zu Anfang zitiert Machiavelli das bekannte antike Schema der drei guten und der drei schlechten Staatsformen, was wir alle kennen. Er erwähnt auch den Gedanken eines ewigen Kreislaufs zwischen diesen Staatsformen und er bezeichnet die Mischverfassung als die beste Staatsform. Sein erstaunlicher Rückbezug im christlichen Denken war von sowas kaum mehr die Rede. Das ist ein schönes Beispiel von Renaissance, antiken Denkens in der Neuzeit. Und Machiavelli scheint diese Konzeption in diesen Passagen auch ernsthaft zu befürworten. Er macht aber im Folgenden kaum etwas aus diesem Auftakt. Was er schon macht, ist, er identifiziert die Republik mit dieser Mischverfassung. Das überrascht nicht, das haben die in der Antike auch schon so gemacht. Für die war die römische Republik diese Mischverfassung aus Monarchie, Aristokratie, Demokratie. Und Machiavelli sagt jetzt, das gilt allgemein für Republiken, auch für die modernen Republiken seiner Zeit, für Florenz oder für Venedig. Und damit bringt ihn dieser historische Auftakt zu seinem Hauptthema, nämlich Republiken. Man kann diesen Auftakt auch als Statements lesen, dass er in der Tat die Republik für die beste Staatsverfassung hält. Denn die Mischverfassung ist ja die Republik. Das ist nach antiker Auffassung die beste Staatsform, jedenfalls bei Polybios und Cicero. Und auch Machiavelli scheint sich dieser Bewertung anzuschließen. Allerdings nach diesem Auftakt ist überhaupt nicht mehr von antiker Staatsformenlehre die Rede. Und Machiavelli schöpft all seine Betrachtungen und Bewertungen nicht mehr aus dieser Lehre, sondern aus eigenständigen Überlegungen und Urteilen. Hauptmerkmal der Republik ist nach Machiavelli in der Tat die Freiheit. Das stimmt. Die Republik ist bei ihm geradezu definiert als Freistaat. Das heißt, als Staat, in dem die Bürger sich selbst verwalten. Und damit ist sie der direkte Gegenbegriff zum Fürstentum, in dem der Fürst allein herrscht. In den Begriffen der klassischen Staatsformenlehre ausgedrückt wird also hier die Mischverfassung, die Republik, zum Gegenentwurf der Monarchie, des Fürstentums. Manches scheint auch anzudeuten, dass Machiavelli die Republiken gegenüber Fürstentümern bevorzugt. Er schreibt zum Beispiel, dass er das Volk grundsätzlich für klüger hält als Fürsten. Und hieraus schließen einige Autoren, dass dieser Machiavelli in den Discorsi eben ein glühender Republikaner und ein echter Freiheitsdenker ist. Und das, was er im Principe gemacht habe, sei dem gegenüber ganz sekundär. Ja, diese Passagen sind ernst zu nehmen, allerdings muss man sie mit einer gewissen Vorsicht genießen. Bei genauerem Hinsehen ist diese Bevorzugung der Republiken gegenüber den Fürstentümern nicht absolut, sondern nur relativ. Das heißt, ob man eine Republik oder ein Fürstentum einrichten sollte, hängt für Machiavelli wesentlich vom sozialen Zustand ab. Genauer vom gegebenen Ausmaß von Gleichheit oder Ungleichheit zwischen den Bürgern. Bei großer Gleichheit ist eine Republik besser, bei großer Ungleichheit ist ein Fürstentum besser. Es gibt also keinen moralischen Vorzug der Republik vor dem Fürstentum. Etwa weil die Republik die Freiheit verwirklicht, das Fürstentum die Freiheit verweigert. Vielmehr, beide sind grundsätzlich gleich legitim. Es ist einmal mehr nur eine Frage der politischen Klugheit, was von beidem sie besser einrichten sollten. Bei großer Gleichheit besser eine Republik, bei großer Ungleichheit besser ein Fürstentum, aber nicht, weil es moralisch geboten wäre, sondern weil sie sonst scheitern werden. Wenn man will, darf man nach Machiavelli Gleichheit oder Ungleichheit sogar gewaltsam herstellen. Das ist zwar schwierig, sagt er, aber das dürfen sie versuchen. Außerdem gibt es in den Discorsi wieder sehr misanthropische Passagen, in denen Machiavelli die Menschen als von Grund auf böse und verschlagen darstellt. Insbesondere ihre scheinbare Eintracht, sagt er, ist immer nur Verstellung. Und auch das passt nicht dazu, dass Machiavelli der Republik einen echten moralischen Eigenwert zuerkennen würde, als Staat der Freiheit und eben Eintracht. Sie ist eher eine unvermeidliche Erscheinung, wenn die Menschen ungefähr gleich stark sind. Dann entsteht eben eine Republik.
und dann müssen Sie sie führen. Und wie machen Sie das? Nun, der Hauptzweck der Republik, sagt Machiavelli, ist in der Tat das Gemeinwohl. Auch das scheint für ihn geradezu definitionsgemäß zu gelten. Und damit steht die Republik wieder in direktem Gegensatz zum Fürstentum. Da geht es ja allein um das Wohl des Fürsten. Und jetzt würde man sagen, endlich, endlich, hiermit kommt jetzt eine moralische Perspektive rein. Er sagt zwar nicht, dass man unbedingt nach einer Republik streben müsse, das hängt vom sozialen Grundzustand ab, aber immerhin scheint die Republik, wenn sie mal da ist, ihrerseits hochgradig moralisch ausgezeichnet zu sein gegenüber dem Fürstentum. In ihr geht es nicht um das Wohl des Herrschers, sondern um das Wohl der Allgemeinheit. Ja, auch der Aspekt ist wichtig. Der Übergang vom Herrscherwohl zum Allgemeinwohl ist ein wesentlicher Schritt von Pragmatik der Politik zur Moral der Politik. Aber man muss wieder ein bisschen sich in Acht nehmen, wie weit Machiavelli diesen Schritt tatsächlich geht und ob er wirklich zu einer politischen Moral führt. Er merkt sofort an, dass für dieses Gemeinwohl der Einzelne jederzeit geopfert werden kann. Und das erscheint nicht sehr moralisch. Jetzt können Sie natürlich einwenden, das beurteilen wir aus heutiger Sicht so, aber in früheren Zeiten war das verbreitet, dass der Einzelne fürs Gemeinwohl geopfert werden kann. Das ist auch in der Antike und im Mittelalter ja so. Meistens wird der Einzelne dem Gemeinwohl nachgeordnet. Und ja, das halten wir für falsch, aber man kann nicht sagen, dass das deshalb allesamt amoralische Entwürfe waren. Und auch hier könnte man sagen, belegt das nicht, dass Machiavelli dieses Gemeinwohl nicht moralisch verstanden habe. Aber wenn Sie weiter lesen, dann verstärkt sich der Eindruck, dass Machiavellis Gemeinwohl nicht nur den Einzelnen übergeht, sondern überhaupt nicht in sozialen Kategorien von Gerechtigkeit, Frieden oder Wohlfahrt gedacht ist, innerhalb eines gegebenen Staates. Es geht im Wesentlichen um kompetitive Aspekte, um Größe, Einfluss, Expansion gegenüber externen Konkurrenten. Und das bestätigt sich darin, dass es, wie schon im Principe, auch in den Discorsi, wieder ganz zentral um das Militärische geht. Es geht fast nur um den militärischen Erfolg nach außen, nicht um gerechte Ordnung nach innen. Machiavelli schreibt an einer Stelle ausdrücklich, so ein Freistaat habe zwei Zwecke. Erstens Eroberungen machen, zweitens seine Freiheit behaupten, also nicht erobert werden. Und damit wird sehr zweifelhaft, ob es in der Republik wirklich um moralischere Ziele geht als in den Fürstentümern. Eher hat man den Eindruck, es geht wieder um Machterhalt. Im Principe war es der Machterhalt des Fürsten gegenüber seinen Untertanen. Jetzt ist es der Machterhalt der Republik gegenüber ihren Konkurrenten. Das mag intuitiv akzeptabler sein, immerhin haben dann ja mehr Menschen Vorteile, aber wirklich moralisch befriedigend ist das nicht. Der Horizont bleibt sehr beschränkt, viel beschränkter als in Antike und Mittelalter. Da ging es wirklich um gerechte Staaten, nicht nur um erfolgreiche Staaten. Insbesondere finden sich vor diesem Hintergrund wieder zahlreiche strategische Empfehlungen, die man schon aus dem Principe kennt. Etwa, dass List und Täuschung nützlich sind oder dass es nur auf den Schein der Tugend ankommt. Das steht hier wieder. Wieder ist Gewalt gelegentlich ebenso hilfreich und damit ebenso legitim wie Güte. Und das heißt, letztlich hat sich in den Discorsi gegenüber dem Principe nicht viel geändert. Manches wirkt etwas gemäßigter, eben weil es jetzt um Freiheit und Gemeinwohl in den Republiken geht. Aber hinter diesen Begriffen steht keine erkennbare Moral, stattdessen viel vertraute Pragmatik. Letztlich hat man das Gefühl, es ist ein bloßer Perspektivwechsel vom Machterhalt des Fürsten zum Machterhalt einer Republik. Man tut also sicherlich gut daran, allzu einfache Machiavelli-Klischees ein wenig zu korrigieren. Aber es ist sicherlich falsch, aus ihm jetzt einen aufgeklärten Verfechter der Freiheitlichen Republik zu machen. Er kritisiert einige Dinge, die auch durchaus moralisch beklagenswert sind, etwa das Söldnerwesen der Condottiere. Aber es ist schlichtweg nicht erkennbar, dass ihn hierbei ein moralisches Gewissen bewegen würde. Er verehrt Cesare Borgia. Und das war ein brutaler Condottiere. Und damit ist Machiavelli in der Tat bahnbrechend. Wir können immer darüber streiten, ob die moralischen Bewertungen von Platon, Aristoteles, Cicero, Augustinus, Thomas, Luther korrekt waren. Auch die haben teilweise dem Einzelnen, dem Gemeinwohl untergeordnet. Sie haben teilweise Kriege befürwortet, sie haben Totalitarismen vertreten, sie haben die Republik überschätzt.
Aber Machiavelli bricht mit dieser Tradition, indem er eine moralische Rechtfertigung des Staatswesens rundheraus abweist. Das ist für ihn albern. Und deshalb ist Machiavelli heute ebenso berühmt wie berüchtigt für seine politische Philosophie. Schon kurz nach seinem Erscheinen werden seine Schriften empört abgelehnt. Und diese Ablehnung kulminiert letztlich bei den Naturrechtsdenkern, die im 16., 17. Jahrhundert das politische Denken allmählich dominieren. Und mit denen werden wir uns jetzt abschließend noch befassen, in aller Kürze. Auch diese Naturrechtsdenker sind Kinder ihrer Umstände. Und die sind in ähnlich starke Krisenzeiten und Krisenregionen hineingeboren wie Machiavelli. Das 16., 17. Jahrhundert ist eine Zeit, in der die europäischen Staaten von inneren Konfessionskriegen und äußeren Hegemonialkriegen stark erschüttert werden. Und erst allmählich kommt es zu einer gewissen Stabilisierung durch den Übergang zum aufgeklärten Absolutismus, mit einer starken Dominanz des Politischen gegenüber dem Religiösen und einer hohen Eigenständigkeit der Staaten. Die Naturrechtsdenker reagieren auf diese Krisen, die sie erleben, aber anders als Machiavelli. Nicht durch die Aufstellung nur pragmatischer Klugheitsregeln für den eigenen Erfolg, sondern durch Versuche einer gezielten Moralisierung der Politik. Die haben einen drängenden Wunsch nach Versöhnung und Frieden, nach religiöser Toleranz und nationaler Einheit. Und sie formulieren entsprechende Kataloge von Rechten, die sich aus der Natur des Menschen ergeben sollen. Und in diesem Sinne sprechen sie eben von Naturrecht, von Jus Naturale. Naturrecht gibt es schon bei Cicero, das haben wir dort kurz kennengelernt. Der ist antiker Stammvater dieser Bewegung. Bei ihm war dieses Naturrecht aber an der speziell stoischen Vorstellung orientiert, dass es eine übergreifende kosmische Ordnung in der gesamten Natur gibt, in die der Mensch eingeordnet ist und an der seine Politik auszurichten habe. Die Naturrechtsdenker der Neuzeit meinen mit Natur eigentlich nur noch die individuelle und soziale Natur des Menschen. Die sei unverrückbar und aus der lassen sich ebenso unverrückbare Rechte des Menschen ableiten. Eben sein Naturrecht. Jean Bodin gehört dazu, ein Franzose, lebte im 16. Jahrhundert, in Frankreich damals schlimme Konfessionskriege zwischen Katholiken und Protestanten, den Hugenotten. Die gipfeln in der Bartholomäusnacht 1572. Da soll der Protestantenführer Heinrich von Navarra mit der katholischen Königstochter verheiratet werden, um Frieden zu stiften. Aber dann werden 4000 protestantische Hochzeitsgäste ermordet. Heinrich selber festgesetzt. Die Königmutter übrigens ist eine Medici. Katharina von Medici, Tochter von Lorenzo. Bodin wäre fast selber Opfer der Bartholomäusnacht geworden, obwohl er kein Protestant ist. Er war politisch tätig am Königshof und für Herzöge. Er war ein berühmter Gelehrter, ein erfolgreicher Autor. Später war er kaltgestellt. Er befürwortete religiöse Toleranz und daher mochten ihn weder die Katholiken noch die Protestanten. Er saß zwischen den Stühlen und geriet sogar in Atheismusverdacht. Und 4 Jahre nach der Bartholomäusnacht, 1576, veröffentlicht er sein Hauptwerk, die 6 Bücher über den Staat. Six Livres de la République. Der Titel ist wieder erkennbar angelehnt an Werke von Platon, Aristoteles, Cicero. Er hat es französisch und lateinisch veröffentlicht, was ein Signal war, Adressaten sind sowohl die Öffentlichkeit als auch die Akademia. Und der thematische Fokus bei ihm ist der innerstaatliche Rechtszustand. Das heißt, er betreibt Naturrecht vor allem als Staatsbürgerrecht. Und das ist verständlich, die historischen Umstände seiner Zeit betrafen vor allem den inneren Frieden, die Vermeidung von Bürgerkrieg. Interessant ist dabei, bei ihm sind die wesentlichen Rechtsträger eigentlich nicht Individuen, sondern Familien, Haushalte. Entsprechend ist bei ihm die Familie die wesentliche Grenze staatlicher Machtbefugnisse. Zweites Beispiel, Hugo Grotius, ungefähr 2 Generationen später, ein Niederländer, heißt eigentlich Hugues de Rood. Und die Niederlande stehen damals im Befreiungskrieg gegen Spanien. Dann gibt es einen Waffenstillstand 1609 und danach werden die Niederlande selbst expansiv. Die werden ja Kolonialmacht. Und sie konkurrieren eine Zeit lang mit Spanien, Portugal und England. Und da gibt es viele zwischenstaatliche Streitereien um Seerechte, um Besitzrechte. Und Grotius war auch politischer Berater. Der hat Rechtsgutachten geschrieben.
Und auch er bekam Probleme. In den Niederlanden gibt es inzwischen schwere Konflikte zwischen verschiedenen verfeindeten protestantischen Gruppen. Und Grotius gerät zwischen die Stühle. Er wird wegen Hochverrats zu lebenslanger Haft verurteilt. 2 Jahre sitzt er ab, dann schmuggelt ihn seine Frau in einer Bücherkiste aus dem Gefängnis. Er geht nach Frankreich und wird dort später in Frankreich schwedischer Botschafter. Also der wird ein Niederländer, wird schwedischer Botschafter in Frankreich. Und 4 Jahre nach seiner Flucht, 1625, veröffentlicht er sein Hauptwerk, die 3 Bücher über das Recht des Krieges und des Friedens, De Jure Belli et Pacis, auf Latein. Sehr erfolgreich. Und bei ihm ist der thematische Fokus auf dem zwischenstaatlichen Rechtszustand. Das heißt, ihn interessiert Naturrecht genauer als Völkerrecht. Und das wundert nicht, das war ja sein Fachgebiet. Es ging ihm um zwischenstaatliche Konflikte, um Frage nach gerechten Kriegen. Und interessant bei ihm ist, dass er dieses Recht zwischen den Staaten mit dem Recht zwischen Individuen stark parallelisiert. Krieg und Frieden stehen bei ihm also unter Überschriften wie Notwehr und Strafe. Staaten sind mögliche Verbrecher oder Aggressoren. Staaten sind mögliche Angeklagte. Das ist sehr wichtig für die spätere internationale Völkerrechtsentwicklung. Ein weiteres wichtiges Beispiel, Samuel Pufendorf, wieder 2 Generationen später, ein Deutscher, ein Sachse. Und mit den Lebensdaten wird der natürlich in den 30-jährigen Krieg hineingeboren, der 1618 bis 48 tobt. Das war eine Mischung aus einem Konfessions- und einem Hegemonialkrieg und verheerend für Deutschland. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung tot. Und danach gab es ein allgemeines Bestreben nach Konsolidierung der Staaten und nach Rationalisierung der Politik. Danach entsteht dann dieser aufgeklärte Absolutismus. Jetzt will man stabile Ordnungsstaaten mit strikter Obrigkeitsorientierung. Man ist zugleich bedacht auf religiöse Befriedung und gezielte Beförderung von Wohlfahrt, Handel, Industrie. Man macht Bevölkerungspolitik, Bildungspolitik, Gesundheitspolitik, aber alles sehr zentralistisch. Der Pufendorf macht Karriere an Universitäten. Er ist 1661 der erste deutsche Professor für Natur- und Völkerrecht in Heidelberg. Aber er wird auch angefeindet an den Universitäten, wo immer noch die Scholastik dominiert. Er ist dafür sehr beliebt an den Fürstenhöfen. Denn die Naturrechtslehre gilt aufgeklärten Fürsten als Grundlage ihrer Politik. Und sie hoffen, die Verbreitung dieser Naturrechtslehre wird zur Stabilisierung beitragen. Die setzen ihn dann gegen den Willen der Universitäten auf Professuren. Später verlässt er aber auch die Universität und ist direkt an Fürstenhöfen angestellt, vor allem in Schweden und in Brandenburg. Und 1672 veröffentlicht er sein dickes Hauptwerk, die 8 Bücher über das Recht der Natur und der Völker, die Jure Naturae et Gentium, auf Lateinisch. Und für Jahrzehnte ist das geradezu kanonisch in ganz Europa. Es ist wohl, kann man sagen, das erste wirklich umfassende System des Naturrechts. Er orientiert sich stark am philosophischen Rationalismus à la Descartes Spinoza und er überträgt deren Prinzipien Strenge auf Ethik und vor allen Dingen Politik. Er bemüht sich um mathematische Exaktheit. Er will typisch rationalistisch More Geometrico arbeiten. Er baut seine Überlegung aus auf Axiomen, Prinzipien, Schlüssen. Wesentlicher Ansatzpunkt, die menschliche Natur, darum geht es hier einem Naturrechtsdenker, besteht aus dem Physischen, dem Körperlichen und der Vernunft. Und hieraus werden jetzt alle konkreten einzelnen Rechtsverhältnisse abgeleitet. Er formuliert dabei fundamentale Rechtsbegriffe, die bis heute zentral sind, etwa Person, Würde, Vernunft, Natur, Willensfreiheit. Und damit hat er einen enormen Einfluss auf die Rechtskodifizierung in Europa bis tief ins 19. Jahrhundert hinein. Das sind 3 Autoren, die auch wieder jetzt, fast 200 Jahre umspannen. Bei allen dreien kann man 2 wesentliche Eckpunkte der Theorie erkennen. Unterschiedlich ausgeprägt, aber sie sind erkennbar. Die stehen auch durchaus in gewisser Spannung zueinander, aber es sind keine Widersprüche. Erstens, die Souveränität im Staat wird sehr groß geschrieben, mehr noch als bei Machiavelli. Der Staat braucht eine dauernde, absolute, ungeteilte Befehlsgewalt. Entsprechend wird jetzt wieder Monarchie befürwortet, nicht Republik. Und diese Monarchie wird sehr rigoros entworfen. Die Fürsten sind keinem Menschen verantwortlich, nicht dem Volk, nicht den Ständen. Die Bürger sind Untertanen.
Sie haben kaum Widerstandsrecht gegen die Befehlsgewalt. Teilweise fassen diese Autoren die Monarchie auch als Gottesgnadentum auf. Und womöglich nicht, weil sie echt religiös davon überzeugt wären, sondern um die Monarchie definitiv abzusichern. Das ist das Bedürfnis nach unbedingter Souveränität, was sie darin spüren. Gottesgnadentum ist hier wieder völlig en vogue. Zweitens aber wird diese Souveränität auf Moralität verpflichtet. Ganz anders als bei Machiavelli. Die Souveränität des Staates wird grundsätzlich nur zum Wohl der Bevölkerung gefordert und die Fürsten sind in ihren Handlungen konkret an die Vorgaben des Naturrechts gebunden. Auch hieraus entsteht zwar kaum ein Widerstandsrecht für die Untertanen. Bei Verletzung des Naturrechts ist höchstens Gehorsamsverweigerung legitimiert, aber zum Beispiel nicht Tyrannenmord. Sie haben trotzdem eine klare moralische Grundlegung der Politik. Es gibt unveräußerliche Rechte des Individuums, vor allem auf Leben und Eigentum, auf Freiheit und Ehre. Zweck der Politik ist nicht Machterhalt. Es gibt klare Absagen an gezielten Betrug oder unnötige Gewalt. Stattdessen gibt es Forderungen nach Ehrlichkeit und Mäßigung. Die Terminologie ist manchmal unterschiedlich. Manchmal wird neben dem Naturrecht auch separat das göttliche Recht erwähnt, aber das ist eigentlich da kein zusätzlicher Bereich. Das ist die Grundlage des Naturrechts und das wird auch nicht jetzt irgendwie christlich angereichert. Das dient wieder nur dazu, um es formal abzusichern, dieses Naturrecht. Genau wie beim Gottesgnadentum. Es soll unverrückbar sein und dann wird es eben in der damaligen Zeit eben dann natürlich christlich aufgebaut auf ein göttliches Recht. Es wird auch manchmal separat zum Naturrecht das Völkerrecht extra erwähnt, aber eigentlich ist das dann auch kein zusätzlicher Bereich. Eigentlich umfasst das Naturrecht immer Staatsbürgerrecht und Völkerrecht. Diese Ansätze könnte man jetzt noch genauer vorstellen, das möchte ich hier aber nicht tun. Erstens, die Details sind nicht so wichtig. Und zweitens, die Begründungen sind eigentlich nicht sehr aufschlussreich. Schauen Sie, diese Werke, das sind teilweise sehr umfangreiche, ausgefeilte Entwürfe. Das sind regelrechte Kompendien zu sämtlichen Rechtsbereichen. Inneres Staatsbürgerrecht und äußeres Völkerrecht, Ökonomie und Kriegswesen. Das sind richtige Enzyklopädien, das sind Standardwerke, die damals verbreitet sind. Die stehen in den Bibliotheken. Das wird gelehrt, danach wird gehandelt. Trotzdem sind diese Bücher nicht sehr argumentativ. Trotz dieser pseudomathematischen Darstellung mit Axiomen und Schlüssen, trotz empirisch-historischer Anreicherungen und Konkretisierungen. Die Texte sind eher thetisch-deklamatorisch. Gegen das Chaos der damaligen Zeit, gegen den Amoralismus Machiavellis, der oft explizit als Gegner erwähnt wird. Das heißt, das Naturrecht wird von diesen Autoren gegen eine Realpolitik à la Machiavelli stark gemacht, wird ihr entgegengestellt. Aber das geschieht primär im Modus des systematischen Festschreibens, nicht einer fundamentalen Argumentation. Christlich-theologische Begründungen reichen auch nicht mehr, die antiken Lehren passen nicht mehr, aber man merkt, eine richtig neue Begründung ist noch nicht recht gefunden. Ausnahme ist am ehesten Pufendorf, der entwickelt das Naturrecht aus der Vorstellung eines Naturzustands. Aber damit macht Pufendorf bereits eine Anleihe bei einer anderen Tradition, die kurz vorher aufgekommen war, nämlich der Vertragstheorie, die den Staat eben aus einem Naturzustand heraus zu begründen versucht. Und das werden wir nächste Sitzung dann genauer kennenlernen. Vielen Dank und bis nächste Woche.